Die seltsamsten Dinge aus der Natur. Lasst uns gleich mit dem Video beginnen, denn die Zombieschlangen sind wirklich unglaublich. Wenn du etwas Abgefahreneres sehen möchtest, dann bleib bis zum Ende dran. Da präsentieren wir ein lebendiges, kopfloses Kamel, womöglich ein Zombie. Hi. Hi. Good job. And sometimes he hears people who have a cold. Nummer 12. Zombieschlangen. Eine giftige Klapperschlange ist gerade in deinen Garten eingedrungen und du köpfst sie aus Angst vor einer Attacke. Was passiert, wenn der Kopf der Schlange dich angreift? Bestimmt machst du dir in die Hose, oder? Doch das gehört zu den merkwürdigsten Dingen der Natur. Ob du es glaubst oder nicht, Schlangenköpfe können beißen. Reptilien haben einen trägeren Stoffwechsel als Menschen. Daher bleiben ihre Körperteile länger am Leben und im Todeskampf können sie richtig bissig werden. Sean Bush, Schlangenexperte an der Brody School of Medicine an der East Carolina University, sagt, man solle sich vor Giftschlangen in Acht nehmen, denn obwohl sie tot aussehen, sind sie es vielleicht nicht und eine geköpfte Schlange kann immer noch beißen. Nummer 11. Der lebende Felsen reproduziert sich selbst. Wusstest du, dass es vor den Küsten Chiles und Perus ein Meerestier gibt, das wie ein Fels aussieht und sich selbst fortpflanzen kann? Das seltsame Geschöpf mit dem wissenschaftlichen Namen Piura chilensis ist gemeinhin als Seescheide bekannt. Sie besitzen ungewöhnliche physiologische Eigenschaften. Sie kommen als Männchen zur Welt und entwickeln in der Pubertät weibliche Organe für eine ungeschlechtliche Vermehrung. Die Felsenoptik ist so überzeugend, dass du niemals vermuten würdest, dass es sich hier um einen Schwarm blutroter Zwitter handelt. Treffen Seescheiden auf Artgenossen, pflanzen sie sich mit ihnen fort. Mancherorts gelten sie als Delikatesse und werden roh oder gekocht gegessen. Nummer 10. Pferd spielt tot. Nicht jedes Pferd lässt sich gerne reiten. Während die Tiere ihre Gefühle nicht ausdrücken können, entwickelte Jing Gang eine Methode, um ihrem Herrn zu sagen, auf keinen Fall, ich weigere mich geritten zu werden. Dafür stellt Jin Gang sich einfach tot. Francisco Salazar filmte die Abneigung des Pferdes gegen das Reiten und veröffentlichte den Clip im Internet. Das Pferd zeigt deutlich, dass Reiten nichts für ihn ist. Es liegt lieber auf dem Boden, als für seine Möhren zu arbeiten. Nummer 9. Ein sprechender Rabe. Du hast bestimmt schon einmal Raben gesehen, die Krähen ähneln, aber größer sind. Aber hast du schon einen sprechenden Raben getroffen? Das gibt es wirklich. Das ist Mischief, ein Rabe mit weißem Hals aus Afrika. Mischiefs Besitzerin Paige Davis brachte dem Vogel das Sprechen bei. Er kann Hi und Hallo sagen. Aber das ist noch nicht alles. Mischief ist ein Meister der Imitation. Er kann das Husten eines Menschen genau nachmachen. Davis arbeitet im World Bird Sanctuary in den Vereinigten Staaten als Vogeltrainerin. Leben Raben oder Sittiche in Gefangenschaft oder in Städten, können sie die menschliche Sprache erlernen, so wie auch der Rabenvogel Marcel. Wäre es nicht toll, wenn auch dir so ein Tier täglich einen guten Morgen wünschen würde? Nummer 8. Schnecken, die ihr Schneckenhaus wie eine Waffe schwingen. Wer hätte gedacht, dass Schnecken gefährlich sein können? Sie verkriechen sich bei Gefahr doch lieber in ihrem Haus. Doch Forscher entdeckten eine neue, sehr aggressive Schneckenart. Die Tiere der Gattung Caraftohelix erstaunten die Forscher, als sie bei Berührung zum Angriff ansetzten und sich umdrehten. Zudem wurden sie dabei beobachtet, wie sie sich gegen große Laufkäfer verteidigten. Dabei schwangen die Schnecken ihr Gehäuse wie einen Knüppel, um den Angreifer niederzuschlagen. Eine ungewöhnliche Verteidigungsmethode. Diese kleinen Geschöpfe beweisen, dass die Größe im Tierreich keine Rolle spielt. Die aggressive Art wurde in Russland und Japan entdeckt. Trotz der Entfernung hatten beide die gleiche Verteidigungsmethode. Nummer 7. Fische, die Straßen überqueren. Die Skokomish Valley Road in Washington ist eine ruhige, zweispurige Straße, auf der selten ein Auto fährt. Jedes Jahr im November wird die Straße jedoch durch schimmernde Kita-Lachse verstopft, die vom nahegelegenen Skokomish River aus die Straße überqueren. Das Ereignis findet jedes Jahr etwa 8 Kilometer flussabwärts des Skokomish Rivers statt.
Die Lachse stammen aus lokalen Zuchtbetrieben, die voll mit Fischen sind, sodass der Verlust von ein paar hundert Tieren verschmerzbar ist. Ihr Schicksal ist jedoch traurig. Viele der 1000 Fische landen auf einem Feld, nachdem sie von einem vorbeikommenden Waschbären oder Falken aufgefressen wurden. Es ist erstaunlich, wie die Lachse ihren kräftigen Körper durch einen Zentimeter Wasser bewegen und dabei versuchen, dem Tod zu entgehen. Nummer 6. Einsiedlerkrebse wechseln ihr Zuhause. Wer sein Zuhause nicht mag, zieht um, richtig? Genau das machen auch einige Tiere wie der Einsiedlerkrebs. Denn nicht bei allen Krebsarten ist der Panzer fest mit dem Körper verbunden. Daher kann der Einsiedlerkrebs seine Schale gegen alles eintauschen, was er am Strand findet, wie diesen Puppenkopf. Bereits in der Wachstumsphase müssen die Tiere ihre Behausung regelmäßig in eine größere Muschel umtauschen. Wird eine neue Muschel gefunden, stellen sich die Krabben hintereinander auf und wechseln alle gleichzeitig das Zuhause, wobei jede Krabbe in das nächstgrößere zieht, das vom Vormieter verlassen wurde. Nummer 5. Delfine werden von Kugelfischen Hai. Wusstest du, dass die liebenswerten Delfine ziemlich aggressiv werden können und sogar andere Meerestiere töten? Menschen würden sie allerdings nie angreifen. Das bei weitem seltsamste aber ist, dass Tümmler von Kugelfischen Hai werden. Noch erstaunlicher ist, dass sie, genau wie Menschen, den Kugelfisch untereinander weiterreichen, nachdem sie ihn gebissen haben. Kugelfische enthalten Tetrodotoxin, das bereits in kleinen Mengen einen Menschen in wenigen Minuten töten kann. Bei Delfinen wirkt das Gift hingegen in einer kleinen Dosis wie eine Droge. Nach dem Verzehr sind die Delfine im Rausch. Sie spielen dann sogar mit den Kugelfischen wie mit einem Ball. Nummer 4. Ohnmächtige Ziegen. Hast du schon einmal Ziegen gesehen, die grundlos ohnmächtig werden? Es gibt Arten wie die myotonische Ziege oder Tennessee-Ohnmachtsziege, die für wenige Minuten ohnmächtig wird und dann wieder aufsteht. Es scheint, als hätte sie der Basilisk in Harry Potter versteinert. Tatsächlich ist das sehr komisch. Sieh es dir selbst an. In der einen Minute springt die Ziege herum und in der nächsten macht es plonk. Sie liegt völlig erstarrt am Boden. Die Ohnmachtsanfälle werden durch die Erbkrankheit Myotonia congenita ausgelöst, die dazu führt, dass die Muskulatur versteift, wenn die Tiere erschrecken. Nummer 3. Betrunkene Affen. Kung-Fu im betrunkenen Affenstil ist eine Sache, aber hast du jemals einen betrunkenen Affen gesehen? Warst du jemals auf der verschlafenen Karibikinsel St. Kitts, hast du Unmengen beobachten können. Die grünen Meerkatzen kamen vor 300 Jahren mit Sklaven aus Westafrika auf die Insel, um in Rumfabriken zu arbeiten. Seitdem lieben die Primaten Alkohol und vergorenes Zuckerrohr. Immer wieder dringen die Tiere daher in Bars ein, um den Touristen ihre Getränke zu stehlen und sich dann wie betrunkene Schläger aufzuführen. Sie treiben allerhand Unfug und brechen sich dabei auch immer mal wieder Arme oder Beine. Tja, wir haben doch etwas gemeinsam, die Liebe zum Alkohol. Nummer 2. Der Ameisen-Todesmarsch. Wanderameisen sind vielleicht in vielen Dingen effizient, aber ihr GPS-Sinn ist ziemlich verkorkst und kann ihnen zum Verhängnis werden, wie sich herausstellte. Wanderameisen folgen immer der Pheromonspur der vorauslaufenden Ameise. Doch gelegentlich kommen einige Tiere mit schlechtem Geruchssinn von der Spur ab. Das wird dem nachfolgenden Exemplar zum Verhängnis, der dem Vordermann ins Verderben folgt. Das führt dazu, dass hunderte Ameisen oft stunden- oder tagelang im Kreis laufen. Am Ende fallen sie vor Erschöpfung und Hunger tot um. Nummer 1. Ein kopfloses Kamel. Puh, gerade als du dachtest, du hättest alles gesehen, kommt ein kopfloses Kamel angelaufen. Wie um alles in der Welt kann ein Kamel herumlaufen wie der fast kopflose Nick aus Harry Potter? Gut, Schlangen können auch ohne Kopf leben. Warum also nicht ein Kamel? In Wahrheit müsste es aber tot sein. Dennoch läuft es weiter. Nun Leute, das ist nicht wirklich ein kopfloses Kamel. Es hängt mit der Art und Weise zusammen, wie das Foto aufgenommen wurde. Aber ich muss sagen, das sieht lustig aus, oder? War das nicht verrückt? Wetten, dass du so etwas wie diese seltsamen Dinge noch nie gesehen hast? Was war für dich am kuriosesten? Waren es die berauschten Delfine oder betrunkenen Affen? Wenn du schon dabei bist, vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.